Wir sind hier in der Stadt Aarau, wo am 12. April 1798 die Helvetische Republik ausgerufen wurde. Der Balkon hinter mir auf dem Rathaus war der Platz, an dem das alles passiert. Hier, wo ich stehe, standen die Bürger und jubilierten. Bürger der Stadt Aarau, heute ist ein Freudentag. Es ist der 12. April 1798. Es ist die Befreiung der Stadt Aarau von der bernischen Herrschaft. Es lebe die Französische Revolution. Feiert! Aarau ist bis heute eigentlich eine Kleinstadt geblieben. Und typisch ist, dass die Demokratie oder die Vorform der Demokratie in der Schweiz eingeführt worden ist an kleinen Orten, nicht in einer großen Hauptstadt mit einer sozialen Revolution wie in Berlin oder in Wien oder in Frankreich. Hallo! Hallo! Nun, von Frankreich haben wir ganz sicher die Menschenrechte übernommen und auch das Prinzip der Revolution zur Veränderung gegen die Privilegien der alten Herrschaften. Von den Deutschen haben wir vielleicht die Radikalität des Denkens übernommen und von den Amerikanern die republikanischen Institutionen des Bundesstaates. Selber erfunden haben wir den Bundesrat als kollegiale Regierung und die Volksrechte zur Kontrolle des Bundesrates. Nun, aus heutiger Sicht würde man zweifelsfrei sagen, das ist ein langer Prozess. Aus damaliger Sicht muss man allerdings sagen, wir hatten keine Vorbilder. Die Französische Revolution endete in einer Monarchie und auch die anderen umliegenden Staaten waren alles Monarchien. Wir mussten Demokratie selber erfinden. Das Parlament haben wir aus Großbritannien übernommen, aber das allgemeine Männerwahlrecht, das mussten wir zuerst selber durchsetzen. Und das haben wir nach 50 Jahren Demokratisierungsprozessen effektiv als Erste in Europa geschafft. Für junge Demokratien würde man sagen, das ist absolut typisch. Das sehen wir heute in Osteuropa, im Vorderen Orient, aber auch in Nordafrika. Für eine etablierte Demokratie wäre es schon ein Krisensymptom. Das hatten wir eher selten in den letzten 150 Jahren, vielleicht 1918 mit dem Landesstreik und der sozialen Revolution, die zur neuen Form von Demokratie geführt hat. Das war sicher der tiefste Einschnitt von allen. Vielleicht auch der Zweite Weltkrieg mit einem autokratisch regierenden Bundesrat und einer Abschaffung eigentlich der Demokratie mindestens auf Zeit.